fliegen los. Wir haben es geschafft. Wir fliegen los Richtung Mond. Leute, in dieser Folge werden wir auf den Mond fliegen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Electrocraft. Ja, in dieser Folge werden wir es schaffen, auf den Mond zu fliegen. Und ja, das Schöne ist, dass wir es jetzt eigentlich auch geschafft haben. Es gibt aber erstmal noch ein paar kleine Korrekturen. Ich weiß, es ist gerade für euch nervig, aber es ist leider so. Wir nehmen uns hier vielleicht nochmal ein bisschen Wolle mit, um vielleicht später nochmal ein bisschen Kabel machen zu können. Hier nochmal Erze und hier nochmal Aluminiumerz. Das werden wir natürlich auch da finden, aber ich wollte halt nochmal ein bisschen sicher gehen. Vielleicht noch ein bisschen Kupfer und ja, gut. Hier ist auch nochmal Kupfer, hier ist auch nochmal Eisen. Dann nehmen wir hier nochmal die 64 Silber, also hier das hier auch nochmal. Und dann sind, naja, unser Inventar ist halt nicht voll, ne? Und dann habe ich noch gemerkt, dass wir neue Werkzeuge brauchen. Also für uns hier nochmal eine neue Spitzhacke, eine neue Axt und eine neue Schaufel. Oder halt die Schaufel halt nicht, aber halt eine neue Axt nochmal. So, dann legen wir die alten Werkzeuge mal hier rein. Ne, die kommen ja hier rein. Hier kommen die ja rein. Und dann ist es alles supi-kupi. Was glaube ich da eigentlich? So, dann verbinden wir diese Quarzschaufel nochmal mit dieser. Dann hat die mal ein bisschen mehr Haltbarkeit. Und ja, gut. An sich können wir jetzt losfliegen. Ich habe nochmal geguckt, weil wir halt unsere Sachen nochmal anziehen müssen, die hier in der Raketen, die in der Rakete sind. Das heißt, das hier müssen wir auch anziehen. Das hier und das hier, sowie das hier und das hier. Das heißt, wir müssen nochmal hier rausgehen und sagen, ich möchte das hier anhaben. So, 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 zack, zack und zack. Hier war nur so diese Antenne, war so süß einfach. Ich mache mal so einen kleinen Screenshot hier, wenn ich irgendwie nah genug drankomme und sie jetzt gleich zu mir dreht. So, ein kleines schönes Screenshotchen und dann fliegen wir auch jetzt los. Das erste, was ich auch nochmal vergessen habe, ist, dass wir hier unser Solarpanel mitnehmen müssen, um auch Strom da zu haben. Das habe ich total vergessen. Das heißt, wir werden dort vielleicht auch nochmal ein zweites Solarpanel craften, aber ich wollte auch nochmal etwas weiteres mitnehmen. Denn ich wollte so viele Erze dort wie möglich sparen und halt vielleicht unsere Batteriebox hier und auch nochmal unseren Schaltkraftreplikator mitnehmen. So, dann ist hier fast alles leer. Und hier sehen wir hier auch nochmal, das ist auch alles hier leer. Hier, improvisiertes Kupfer, haben wir auch nochmal ein bisschen. Unsere tollen Maschinen hier. Hier ist auch nichts mehr drin, nein. Hier ist nochmal 34 Eisen drin. Und das unnötige Sägemehl. Und dann fliegen wir jetzt los. Eine halb aufgeladene Batterie und eine schöne Rakete. Und dann geht's jetzt los. Wir essen nochmal ganz schnell was. Und dann steigen wir unsere Rakete und sagen, wir wollen losfahren. Zuerst tue ich nochmal ein paar Sachen rein. Hier, das auch schön voll gemacht ist hier. Am besten die ganzen Maschinen. So, und dann drücken wir jetzt auf Start. Und jetzt genießt den Augenblick. Ich mache nochmal ganz schnell einen Screenshot und dann los geht's. Aber ich mache nochmal ganz kurz die Sounds auf 100%. Yay, wir fliegen los, wir haben es geschafft, wir fliegen los Richtung Mond. Yes! Und wenn wir jetzt hier F1 drücken, dann sehen wir schon, dass wir da links einen Höhenanzeiger haben. Und jetzt sind wir im Weltall gelandet. So, dann mache ich jetzt mal ganz kurz hier das Ressourcenpaket aus, sonst hier macht das irgendwie keinen Sinn. So, dann sehen wir auch schon hier die Erde. So, ich werde jetzt ja wahrscheinlich auch ein bisschen die Sounds im Schneideprogramm ein bisschen runterstellen. Aber ja,
Jetzt haben wir die schöne Erde vor uns. Und hier sehen wir vielleicht auch schon, das da unten ist, glaube ich, Südamerika. Ich bin mir gerade nicht so gerade sicher, aber das da ist dann Nordamerika und Südamerika. Ich glaube auch schon, dass das so ist, weil McDoodlecore ist aus Amerika. Und dann geht das auch schon. So, mein Spiel hat sich gerade irgendwie aufgehangen. Toll. Spielabsturz. Toll! Du scheiß Grafikkartentreiber! Ja. Jetzt sind wir am Arsch. Jetzt sind wir am Arsch. Falls wir jetzt runterkommen, dann. Warte mal. Wir schließen das Ganze hier mal. Oder warten einfach mal. So eine Scheiße, ey. Jetzt hat er keine Rückmeldung. Und wir sind einfach mitten im Weltall. Eine Scheiße. Ausgerechnet dann. Eine scheiß AMD-Treiber. Scheiß AMD-Grafikkarten. Krieg's aber nicht hin, so eine Scheiße zu machen. Jetzt. So, jetzt. Ist das die ganze Zeit trotzdem an? Ach, kommt schon, Leute. Wollt ihr mich gerade wirklich verarschen? Wartet mal hier. Ich mach gerade kurz eine kleine Pause. So, meine Lieben. Sorry wegen der kleinen Unterbrechung, aber wir haben es jetzt geschafft, dort reinzukommen. Ich werde vielleicht, also ich habe gerade herausgefunden, dass es am Launcher lag, am Modpack, weil das wird halt hier vom Technik-Launcher unterstützt und Technik-Launcher war richtig scheiß, sag ich mal, Prozentansatz, also quasi eine Art Taskmanager, halt ein Scheißteil. So, hier sehen wir jetzt im Interface, im Dimensions-CP, und hier können wir zum Beispiel auch eine, wie heißt es, eine Raumstation kreieren. Dazu brauchen wir halt diese Sachen. Eisenbahn haben wir zwar schon, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Denn hier stehen vielleicht nochmal ein paar Sachen. Hier ist zum Beispiel das Erde-Teil hier. Dann steht hier, ist es bewohnt. Und es ist auch bewohnbar. Die Gravitation ist 100%. Und wenn wir den Mond hier auswählen, ist hier bewohnbar und kein Sauerstoff. Und die Schwerkraft ist 18%. Hingegen jetzt zu den 100%. So, wir sind nun jetzt in diesem Dimensions-CP. Und jetzt müssen wir auf dem Mond landen. So. Jetzt wird uns empfohlen, Space gedrückt zu halten, weil sonst knallen wir auf dem Mond auf und wir sind tot. Dann müssen wir das jetzt so machen und sind jetzt gleich, da ist noch schon der Mond. So. Wir sind da. Und es schießt schon jeder auf uns. Ich werde jetzt erstmal gleich hier irgendwie Tag machen, weil es ist ja sonst total unfair, dass wir am Nacht spawnen. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal Time Set Day machen. Time Set Day. Und jetzt Difficulty 0 machen. Nein, ohne E. So. Das ist eigentlich erstmal total unfair, dass wir jetzt sonst hier gespawnt wären. Und jetzt, also mit Monstern, und dann steigen wir aus der Rakete aus und wir sind auf dem Mond heil gelandet. Yay! So, wenn wir jetzt hier Rechtsklick drauf machen, dann haben wir ja unser ganzes Inventar und uns fehlt hier irgendwie die Rakete. Wieso fehlt uns hier die Rakete? Hallo? Also hier haben wir jetzt unser Launchpad und auch irgendwie kein Tank? What? Also, irgendwas ist hier irgendwie total verbuggt. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Hier haben wir halt unsere ganzen Sachen. Und wir werden jetzt hier erstmal uns so schnell wie möglich ein Zuhause machen. Denn der Sauerstoff hier wird die ganze Zeit so schnell verbraucht. Heißt für uns, wir gehen hier nochmal ran und holen hier unsere Blöcke raus. Dann fangen wir an, unser Haus zu bauen. Hier sieht man auch schon, dass man total schnell diese Blöcke abbauen kann. Das ist nämlich der Mondrasen. Die Sachen kann man total einfach abbauen. Und hier sieht man auch schon, hier hinterlässt man Fußspuren. Weil es halt Sand quasi ist. So. Mit diesem Stein hier kann man, glaube ich, auch noch Sachen craften. Nee, kann man nicht. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Wir gehen jetzt hier auf eine freie Fläche und sagen jetzt einfach, wir wollen hier unser Haus bauen. Da bauen wir jetzt erstmal hier unser Haus. Ganz einfach. So, 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 zack. Wird erstmal ziemlich groß werden hier. Und bald werden wir auch mit dem Mondrasen weiterbauen, wenn es
Der Disintegrations-Block ist im Moment eigentlich nur dazu da, um die Grundrisse hier zu legen. So, wir haben auch fast keinen mehr übrig. Also ist das ganz einfach. Dann machen wir da hier nochmal das hier drüber. Halt den Rohbau. Hier sehen wir auch schon, dass unsere Tanks da oben links fast verbraucht sind und wir so schnell wie möglich Sauerstoff brauchen. Dann setzen wir hier, machen uns erstmal ganz schnell ein Haus und fangen vielleicht schon an, hier. Man kann das auch total easy abbauen. Ich mache das lieber so, weil sonst bauen wir irgendwie viel zu viel ab. Hier setzen wir dann unser Gewächshaus quasi hin. Hier. Und ja. Gut. Hier haben wir dann unser Gewächshaus und da tun wir jetzt unsere Erde hin. Ich will jetzt eigentlich auch so schnell wie möglich schlafen gehen, was wir eigentlich jetzt auch direkt machen können. Was eigentlich auch total logisch ist. Dann nehmen wir hier unser Bett raus und hier unsere Erde. Und ich habe vergessen, ja, es ist eigentlich auch egal. Setzen unser Bett hin und legen uns mal schlafen, dass direkt mal Tag ist und wir hier auch schön empfangen werden. Hier kann man vielleicht schon auch sehen, dass wir hier die Erde sieht und vielleicht die Sonne im Moment noch nicht aufgegangen ist, aber ja, wir haben jetzt Tag. Diese Sachen hier fliegen auch die ganze Zeit hier rum und wir schauen jetzt nochmal ganz schnell, was wir jetzt hier machen werden. Hier sehen wir halt, wir haben irgendwie keinen Tank. Wir haben auch keine Rakete bekommen, also hier müsste eigentlich noch eine Rakete sein. Aber ich hoffe, das kriegen wir auch so wieder. Halt, keine Ahnung. So, dann holen wir uns mal ganz schnell hier, machen uns ganz schnell eine Workbench, eine Werkbank und stellen die mal hier hin und machen uns erstmal eine Hacke. Erstmal aus Stein. Oder hätten es eigentlich auch lassen können. Tun unsere Erde hier rein. Und sagen, ja, dann will ich erstmal Erde haben. So. Dann pflanzen wir da direkt mal unsere Bäume an. Und ja, dann müssten wir eigentlich schon Sauerstoff herstellen. Denn langsam geht uns die Luft aus. Dann hole ich einmal ganz schnell unsere Setzlinge und pflanze schon mal die ersten Bäume. Und diese Bäume müssen dann eigentlich auch automatisch Laub haben und dadurch können wir Sauerstoff herstellen. Ich schaue erstmal ganz kurz. Hier den Sauerstoffsammler brauche ich. Ich brauche eigentlich jetzt ganz schön viel Zeug hier. Ich brauche irgendwie mal eine Truhe, wo ich Sachen reinstellen kann. Hier so Sachen reintun kann. So, was ich im Moment aber eigentlich überhaupt nicht brauche. So, das kommt dann wieder raus. Und dann muss ich mir jetzt hier mal die Setzlinge rausnehmen und immer die ersten Bäume pflanzen. Knochen habe ich, wie ich dumm bin, nicht mitgenommen. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Sagen wir mal hier so. Sollen Bäume wachsen, falls das so reicht. Und dann hülle ich hier nochmal den Boden aus. Kann da vielleicht auch mal ein weiterer Baum oder so wachsen. So, dann muss dann auch direkt in Sauerstoffsammler eingestellt werden. Und ja. Gut. Der Sauerstoffsammler wird dann hier reingestellt. Vielleicht können wir auch nochmal einen Wassereimer holen. Vielleicht geht es dann ein bisschen schneller, dass sie dann so wachsen. Also holen wir uns unsere zwei Wassereimer hier raus. So und so. Und machen dann erstmal eine unendliche Wasserquelle. Hier. Machen einmal zack. Und machen einmal zack. Dann holen wir uns wieder Wasser raus. So. Jetzt setzen wir vielleicht hier mal ein Wasser hin. Wird das irgendwie Befeuchtung oder so oder halt so von dem Boden ist. Und hier ist irgendwie nie Nacht. Das Neue ist auch, dass die Fackeln in dieser Hülle hier nicht leuchten kann. Deswegen ist auch der Grund, warum ich Redstone mitgenommen habe. Denn wir leben jetzt hier von Redstone Torches. Ich werde jetzt hier auch nochmal ganz schnell auf hell stellen, habe ich schon gemacht. Aber hier spawnen schon irgendwie die weiteren neuen Monster. Dann werde ich jetzt einfach alle töten. Die sehen alle so aus und machen irgendwie Hölle viel Schaden. Ich werde jetzt erstmal den Creeper töten, weil der für uns die größte Gefahr ist. Oh, wir hätten fast unser Raumschiff abgebaut. Geht mal hier von meinem Raumschiff weg. Ich will nicht mein Raumschiff wegmachen.
Die haben auch viel mehr Leben als sonst. Jetzt sterbt doch mal, ich treffe euch nicht, ich bin fast tot. Einer ist tot. Also die sind wirklich super stark, auch wenn wir eine Stahlrüstung haben. So, jetzt kriegen wir schon die ersten Hungerbalken, was nicht gerade gut ist. Jetzt sagen wir mal, jetzt stirbt doch. Ey, du Bauspammer. Ey, nein, ne? Ey, du tötest mich wirklich noch. Ey, Mann, jetzt! Ich esse mal das verrottete Fleisch hier. Hätte ich irgendwie einen Bogen oder so? Scheiß Bauspammer, ne? Jetzt! Jetzt leidest du, jetzt leidest du! Ey, du! Ey, nein. Ey, diese Skeletten. Die sind mit dieser scheiß Schwerkraft hier so scheiße, dass die einen wirklich die ganze Zeit töten. Mann! Wenn wir einfach springen, dann sind wir auch so leichte Beute. Aber sonst kommen wir diese scheiß Skeletten nicht ran. Oh, ich will jetzt hier nicht sterben. Eine Scheiße. Mal ganz schnell was essen. Komm mal da weg. Oder jetzt stirbst du. Jetzt bist du. Ja, endlich. Nice. Geben wir fast irgendwie keine Erfahrung, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Legen wir uns nochmal ins Bett. So. Jetzt müsste eigentlich wieder Tag sein, aber irgendwie ist es irgendwie nicht, weil hier immer Nacht ist. Und die mich irgendwie total hier aufregen. Ich mache jetzt aber mal die Monster wieder aus. Die nerven total. Und ja, wir müssen uns erstmal um unseren Sauerstoff kümmern. Vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen Licht sorgen, damit die auch wachsen können. Also hier Redstone Torches. Hier Redstone. Machen wir noch mal ein neues Stück. Weil die funktionieren hier auch. Nur geben fast wie immer kein Licht. Das wird unser riesiges Problem sein, wenn ihr dann nichts wächst. Wird unser riesiges Problem sein. Mache ich halt überall jetzt hier. Ich kann nirgendwas was spawnen. Oder funktioniert das hier? Nee, es funktioniert hier nicht. Gut, dann müssen wir das. Ich packe mir unseren Sauerstoff, sammeln mal hier rein. Oder sagen wir einfach. Sagen wir einfach, wir müssen irgendwas cheaten oder so, wenn wir haben unser Knochenmehl vergessen. Dann sagen wir mal hier, damit unseren schönen Baum. Nochmal einen schönen Baum. Damit das allerdings hier schneller gemacht wird. Am Ende schmeiße ich natürlich auch wieder weg. Also das ist jetzt nur hierfür gedacht, dass wir so schnell wie möglich überleben können und dass wir auch genug Zeug haben. So. Da brauchen wir halt jetzt erstmal Energie. Das machen wir natürlich, indem wir Solarpanels aufstellen. Hier Solar. Wo ist denn die? Da. Unsere Batteriebox. Eine Batterie. Und unseren Sauerstoffsiegler. Ein paar Kabel und die Sachen hier. Stellen wir unser Solarpanel auf. Wo wollen wir das denn mal aufstellen? Stellen wir das mal hier auf. Dann sagen wir, es soll in die Richtung gedreht werden. Das aktivieren wir. Und tun wir unsere Kabel hier rein, machen das hier weg und setzen dadurch dafür diese Kabeldurchgänge, die wir hier haben. Sauerstoffrohr können wir auch nehmen und hier das Aluminiumkabel hier. Dann machen wir es mal das so hin. Und die Sonne ist hier irgendwie nie sichtbar. Also hier ist irgendwie nie Tag. Ich weiß nicht genau, wie wir jetzt hier Strom generieren wollen, aber hier ist nie Tag. Und das ist ein ganz großes Problem. Day. So. Wo ist denn die Sonne? Die ist nirgends. Ja, toll. Hier ist nie Tag. Das heißt, wir werden hier nicht überleben können. Nein, werden wir nicht. So, packen wir das mal da rein. Und dann hier die Kabel weiterführen lassen. Hier. Ich baue mal ganz kurz. Ich baue mich ganz kurz mal hier rein. Geht das schneller?
Wo steht dann unser Sauerstoffsammler? Den stellen wir mal am besten so hier in Mittelchen. Um mal unseren Teil hier. Ne, ich will hier Strom-Button haben. So. Und dann verbinden wir das mal ganz schnell. Und dann müsste er jetzt eigentlich Energie haben. Hat er aber nicht. Packen wir vielleicht mal unsere Batterie rein. Dann ist er voll. Geriert Sauerstoff. Packen wir das nochmal raus. Und der hat jetzt halt so viel Energie halt. Oder ich verstehe einfach das hier nicht. Wir haben den Solarpillen, aber bekommen einfach keinen Strom, weil hier niemand nirgends die Sonne ist. Und gut. Dann haben wir das schon mal. Dann müssen wir jetzt hier unseren Raum fertig machen. Packen wir hier vielleicht mal eine Tür rein. Wo ist denn unsere Tür? Wir haben eine Tür mitgenommen, müssten wir eigentlich. Oder craften uns einfach mal hier eine neue. Hier unsere Holzbretter. Und hier das hier. Also ich bin im Moment noch überhaupt nicht happy, dass wir auf dem Mond gelandet sind. Denn im Moment gibt es irgendwie nur Störungen. Machen wir einfach mal, dass hier unser Eingang ist. Und dann hier unsere Holztür ist. Und dann werden halt hier unser Haus weiterbauen. So. Zack, zack. Soll das kein schönes Haus sein. Also wird das ab hier so zu sein. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Denn die Folge ist vorbei, Leute. Die erste Folge auf dem Mond ist vorbei. Eine Buggy-Folge mit totalen Problemen jetzt schon mit unserem Sauerstoff. Vielleicht nicht, aber unserem Strom haben wir ein riesiges Problem. Und das ist halt nicht gut. Also dann, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.